Griechenland. Die Ebene von Thessalien. Auf dem Berg Ossa liegt in 1000 Metern Höhe ein christlich-orthodoxes Kloster. Hier lebt eine Ordensgemeinschaft Nonnen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, im Einklang mit der Natur und dem Respekt vor der Schöpfung zu leben. Die Nonnen kommen aus unterschiedlichen Ländern. Wollen sie die Herausforderungen, die die Natur hier an sie stellt, bewältigen, müssen sie täglich Hand in Hand arbeiten. Es ist 6 Uhr morgens. Die Nonnen verlassen ihre Zellen in Richtung Gärten oder Ställe. Schwester Theodoxie stammt aus Österreich. Sie gehörte zu den ersten Nonnen, die in dieses Kloster kamen. Die Milchwirtschaft ist eine der Haupteinnahmequellen der Schwesternschaft. In der orthodoxen Tradition glauben wir nicht, dass es einen Himmel für die Tiere gibt. Deshalb sollten wir die Tiere auf der Erde so behandeln, als ob sie im Paradies leben. Wenn wir unruhig sind oder hastig agieren, merken sie das. Sie reagieren dann wie Kinder. Nichts geht mehr. 2-mal am Tag müssen rund 50 Schafe und 6 Kühe gemolken werden. Catherine arbeitet mit Schwester Theodoxie. Die Amerikanerin ist Novizin und trägt deshalb noch keine Ordenskleidung. Dafür muss sie sich erst beweisen, religiös wie praktisch. Ich habe Philosophie und Religion studiert und setze nun in die Praxis um, was ich gelernt habe. Jetzt melke ich also Schafe. Das ist der tiefere Sinn, weshalb wir hier sind. Unsere Lebensphilosophie ist es, mit den Tieren und Pflanzen so natürlich wie möglich zu leben. Und das versuchen wir, so nah wie möglich mit der Erde zusammenzuleben. Die Schwestern züchten ihr Vieh selbst. Da die männlichen Tiere keine Milch produzieren, werden sie zum lokalen Schlachter gebracht. Das Fleisch wird verkauft, denn die Nonnen selber sind Vegetarierinnen. Es ist keine Sünde, Fleisch zu essen. Aber wir wollen Gott etwas geben. Es ist eine kleine Askese. Deshalb essen wir kein Fleisch. Jeden Morgen muss die gemolkene Milch, in den besten Monaten sind es bis zu 250 Liter am Tag, gelagert werden. Sie sorgt über das ganze Jahr hinweg für ein sicheres Einkommen des Klosters. Die Milch wird sofort gekühlt und bei niedriger Temperatur pasteurisiert, um ihre Eigenschaften und ihren Geschmack zu erhalten. Der Graviera ist ein typisch griechischer Schafskäse. Schwester Theosemni, die aus Deutschland stammt, gibt ihre Rezepte an weniger erfahrene Schwestern weiter. Wir sind hier Schwestern, also lernt eine Schwester von den anderen. Es ist ein natürlicher Prozess, kein richtiges Unterrichten, ein gemeinsames Arbeiten. Manchmal erklären wir und zeigen es und machen es zusammen. Und dann, nach und nach, übernimmt die jüngere Schwester das Wissen, die Technik, die Liebe für das, was wir tun und auch die Verantwortung. Dank der erfahreneren Schwestern weiß Thea Delphi nun auch, wie man Feta-Käse zubereitet. Mit Ziegen- und Schafsmilch. Die Äbtissin ermutigt uns, auch das Wissen einzubringen, das wir mitgebracht haben. Vielleicht hat jemand etwas studiert, das nützlich ist. Wir müssen uns zwar von unserem alten Selbst befreien und neue Menschen werden, schließlich haben wir hier ein neues Leben, aber wir bringen unser altes Leben mit und können von den guten Dingen profitieren.
benefit from that. Der Käse muss nun für den Verkauf vorbereitet werden. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Sie liegt 2 Stunden vom Kloster entfernt. Etwa einmal pro Monat gehen die Nonnen auf einen Markt der Region und verkaufen dort ihre Produkte. Dieser Markt ist ausschließlich Bioherstellern vorbehalten. Man teilt dieselben Vorstellungen von einem gesunden Leben. Griechenland hat in all dem noch sehr viel aufzuholen. Wir versuchen nun seit 25 Jahren, so ökologisch zu arbeiten und den Leuten zu zeigen, wie wichtig es ist, zu schauen, was man kauft, was man tut, nichts wegzuwerfen, etwas wiederzuverwenden und so weiter. Viele Menschen haben es gelernt. Und viele Menschen sind auf dem richtigen Weg. Das ist ein wenig teuer. Findest du nicht, Maria? Also bitte, das ist selbstgemachter Käse. Wie? Selbstgemacht? Sie benutzen doch wenigstens eine Maschine zum Rühren. Natürlich, aber es ist kein Industriekäse. Wir sind aus 13 verschiedenen Ländern. Diese Mischung macht die Welt kleiner. Es gibt auch Kunden, die zum ersten Mal von der Existenz dieser Nonnen erfahren. Ich würde von Ihnen gerne den Anbau von Pflanzen erlernen und sehen, wie sie zusammenleben, bei all den Nationalitäten. Sie sind Orthodoxe aus der ganzen Welt. Ich will mit all diesen Nonnen reden. Beeindruckend. 20 Frauen von so weit her. Wie kamen Sie dazu, hier in dieses entlegene Kloster zu kommen? Das ist wie wenn ich Griechenland verlassen würde, um zum Beispiel in ein Kloster nach China zu gehen. Ich kann dir es gar nicht sehen, der kommen, der Sabbat.